Willkommen wieder zum Thema Datenbank. Heute geht es wieder um einen besonderen Aspekt bei der konzeptuellen Modellierung einer Datenbank, nämlich um die Wertebereiche von Attributen und um die Kennzeichnung von Attributen als Primärschlüssel. Beides im zugehörigen semantischen Datenmodell. Doch mit leerem Magen lässt sich schwer denken, deswegen gönne ich mir nebenbei noch eine Kleinigkeit. Ich schlage vor, wir verwenden gleich ein konkretes Beispiel. Momentan arbeite ich ja am Entwurf eines semantischen Datenmodells für diese Bäckerei und habe dabei bereits dieses erste UML-Klassendiagramm erstellt. Dieses ist schon recht umfangreich und umfasst mehrere Klassen, wie zum Beispiel Produkt, Verkauf oder Mitarbeiter und deren Attribute. Auch Assoziationen sowie Multiplizitäten und Beziehungsklassen wurden bereits modelliert. Nun wollen wir dieses Modell noch um Wertebereiche und Primärschlüssel ergänzen. Starten wir mit der Kennzeichnung der Wertebereiche der Attribute. Folgende Wertebereiche stehen je nach Attribut zur Auswahl. Ganze Zahlen wie 144-20 oder 33.654 fallen in den Wertebereich Integer, kurz Int. Gleitkommazahlen wie 17,4 oder 3,14 in den Wertebereich Double. String verwenden wir für Zeichenketten wie Heidelbeermuffin oder Heinrich. Und der Wertebereich Date eignet sich für Datumsformate, wie den 18. August 2022. Um Uhrzeiten wie 22.04 Uhr zu speichern, verwenden wir Time. Und für Kombinationen von Datum und Uhrzeit gibt es Zeitstempel, bezeichnet als Timestamp. Dann gibt es noch den Datentyp Char. Dieser wird für einzelne Zeichen wie W, M oder D genutzt. Und Boolean für Einträge, die nur zwei Werte kennen, wahr und falsch. Ergänzen wir die Wertebereiche nun in unserem Beispiel. Hier sehen wir die Klasse Mitarbeiter. In der Domänenanalyse haben wir herausgefunden, dass die Mitarbeiternummer immer eine ganze Zahl ist. Daher ergänzen wir das Attribut im Modell in dieser Form mit dem Wertebereich Int. Dasselbe gilt für die Postleitzahl. Bei den Attributen Vorname, Nachname, Straße, Ort und Tätigkeit handelt es sich alles um Zeichenketten. Daher ergänzen wir für diese Attribute den Wertebereich String. Für das Geburtsdatum wählen wir als Wertebereich das Datumsformat Date. Und beim Bruttogehalt soll ein Geldbetrag mit Kommastellen gespeichert werden. Daher wählen wir als Wertebereich Double. Fügen wir nun die Wertebereiche der Attribute in der Klasse Produkt hinzu. Das sieht dann so aus. In dieser Form ergänzen wir nun alle Klassen in unserem Klassendiagramm. Gut, mit den Wertebereichen der Attribute sind wir damit durch. Jetzt bleibt uns noch die Kennzeichnung von Attributen als Primärschlüssel. Primärschlüssel sind Attribute, die eine Entität, eine Klasse eindeutig identifizieren. Durch diese Attribute kann man eine Entität genau wiedererkennen. Das bedeutet, später in der Datenbank kennzeichnet dieser Wert die jeweiligen Einträge eindeutig. Doch warum sind Primärschlüssel im konzeptuellen Datenbankentwurf überhaupt relevant? Schauen wir uns auch dazu ein konkretes Beispiel an. Hier sehen wir wieder die Klasse Mitarbeiter unserer Bäckereidomäne. Wie können wir eine bestimmte Mitarbeiterin einer bestimmten Mitarbeiter in der Bäckerei immer eindeutig identifizieren? Mehrere MitarbeiterInnen der Bäckerei können unter Umständen den gleichen Namen besitzen oder am selben Tag geboren sein. Sie können auch in derselben Straße wohnen, gleich viel verdienen und dieselbe Tätigkeit ausführen. Nachnamen und Adressen können sich im Laufe der Zeit auch ändern. Dasselbe gilt für das Gehalt und für die Tätigkeit. Mit diesen Attributen können wir daher eine bestimmte Mitarbeiterin, einen bestimmten Mitarbeiter nicht immer eindeutig identifizieren. Auch Attribute mit langen Zeichenketten wie Beschreibungen sind dafür übrigens nicht geeignet. Der Wert eines Primärschlüssels muss einmalig sein und darf sich im Laufe der Zeit auch nicht mehr ändern. Er sollte zudem möglichst kurz und knackig sein. In unserer Bäckerei besitzt jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin eine Mitarbeiternummer. Diese Nummer wird immer bei der Einstellung einmalig vergeben und ändert sich danach auch nicht mehr. Es gibt somit keine zwei MitarbeiterInnen, welche die gleiche Mitarbeiternummer haben. Und damit kann man jeden, jede damit identifizieren. Das Attribut Mitarbeiternummer wird daher im Modell in dieser Form als Primärschlüssel gekennzeichnet. Es kann aber auch passieren, dass es bisher noch kein identifizierendes Attribut in der Klasse gibt. Sehen wir uns das Beispiel der Klasse Firmenhandy an. Kein Attribut eignet sich offensichtlich als Primärschlüssel,
Denn auch die Telefonnummer eines Handys kann sich im Laufe der Zeit ändern. Was nun? In so einem Fall können wir ein künstliches Attribut als Primärschlüssel in die Klasse einfügen. Dieses Attribut existiert in der Domäne nicht wirklich und wird Surrogat genannt. Gesagt, getan, wir fügen in der Klasse Firmenhandy eine FHID mit dem Wertebereich INT hinzu, deren Werte später in der Datenbank für jedes neue Handy automatisch fortlaufend generiert werden sollen. In dieser Form ergänzen wir nun alle Klassen in unserem Klassendiagramm um Primärschlüssel. Somit erhalten wir dieses um Wertebereiche, Surrogate und Primärschlüssel ergänzte semantische Datenmodell. Jetzt umfasst unser semantisches Datenmodell der Bäckerei alles, was wir für den logischen Entwurf im nächsten Schritt des Entwurfsprozesses benötigen. Und wir wissen nun, wie wir Wertebereiche und Primärschlüssel im semantischen Datenmodell notieren. Mein Teller ist auch leer und jetzt mache ich mich wieder auf den Weg. Danke fürs Dabeisein!